Baldur's Gate 3 ist derzeit in aller Munde. Auf Steam ist es in den Charts ganz oben und bei den Rezensionen kriegt es überall Bestwertungen von Kritikern, aber auch von Spielern. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach alles völlig zu Recht. Schon jetzt kann man sagen, Baldur's Gate 3 ist einfach eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Die Grafik ist top, das Writing, die Begleiter, die Spieltiefe, der Umfang. Also da stimmt einfach so, so vieles. Aber vor allem bei den Quests und bei den Entscheidungsmöglichkeiten, bei den Freiheiten, die man in dem Spiel hat, setzt es die neuen Maßstäbe, von denen man in letzter Zeit so viel gehört hat. Da ist es einfach ungeschlagen. Fantastisch. Wie begeistert ich von dem Spiel bin, hört man jetzt. Aber hat man ja auch letztens im Livestream gesehen, den der Fritz und ich zusammen gemacht haben. Aber wer vielleicht noch mehr von dem Spiel sehen möchte, den wollte ich ganz gerne mal sagen, dass ich auf meinem Solo-Kanal Martin spielt, Let's Plays zu Baldur's Gate 3 habe, aber auch einige Gameplay-Guides, weil ich das wirklich viel spiele, mich selber einarbeiten musste und das Wissen gerne weitergebe, einige Lore-Videos und auch News rund um Baldur's Gate 3, wenn es da mal was gibt. Also, das habe ich hier im Video als Anmerkung verlinkt, aber auch unten in der Beschreibung. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und guckt, was ich da so mache. Lohnt sich auf jeden Fall. Und, ganz ehrlich, unter uns, nicht weiter sagen, kann ich aber auch ein bisschen sozusagen eure, wie soll ich denn sagen, Hilfe gebrauchen? Wie sage ich das jetzt denn alles am diplomatischsten? Es ist ganz, ganz super und schön, dass ich mit den Baldur's Gate 3 Videos sehr, sehr erfolgreich bin. Liegt natürlich daran, dass das Interesse so groß ist, aber ich glaube, ich mache auch wirklich gute Videos dazu. Aber das lockt auch viele, das heißt lockt, das bringt viele neue Leute auf den Kanal und in diese Community, die ich dort habe. Das ist zum größten Teil schön, aber manchmal auch ein bisschen problematisch, weil, das muss ich euch ja nicht sagen, ihr wisst, wie es im Internet ist, auf YouTube, Social Media und Twitch und diese ganzen Sachen. Es bringt auch so einen gewissen Teil an sehr anstrengenden Leuten mit. Und da fehlt es mir manchmal diese GameTube-Community auch, diese, wo man das ganz anders gewohnt ist. Und das habe ich auf Martin spielt auch, aber jetzt gerade, wenn so eine große neue Welle kommt und viele neue Leute, ändert sich das so ein bisschen. Vielleicht wollt ihr auch mal vorbeischauen und ein bisschen in den Kommentaren da auch mit da sein und das ein bisschen mitbringen. Ich glaube, auch das würde mich sehr, sehr freuen. Also schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch ja und dann sehen wir uns da. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch noch ein schönes Wochenende und vielleicht spielt ihr ja selber. So oder so. Bis dann.